2009. Die NRW-Fohlenauktion in Münster-Hahndorf mit dem kleinen braunen Hengstfohlen. Als der Sohn des Estobar die Auktionsbühne betritt, braucht die Familie Schöner einen langen Atem, bis Bernd Richter endlich den Hammer fallen lässt. Und 30 zum ersten und zweiten und zum dritten, ich gratuliere. Familie Schöner bekommt den Zuschlag. 2 Jahre später wird der 1,72 Meter große Sohn des Estobars zur Hauptkürung zugelassen. 2012. Als amtierender Westfalen-Champion reist Escola mit seinem Ausbilder Hermann Burger nach Warendorf und gewinnt souverän das Bundeschampionat. Auch als Vierjähriger kann er beim Bundeschampionat seine Favoritenrolle bestätigen. Bundeschampion 2013, der in Westfalen gezogene Escola vom Estobar NRW. Im gleichen Jahr kommt der zweifache Bundeschampion zu seinem ersten Deckeinsatz. Huberto Schmidt sitzt ab jetzt im Sattel von Escola. Ich war einfach wirklich begeistert. Ich habe noch nie auf so einem Pferd gesessen, der so ausbalanciert war im Trab und Galopp. Er hat ja nicht umsonst zweimal eine 10 auch für Trab und Galopp bekommen, damals beim Bundeschampionat. Das ist wirklich so. Und das nächste ist natürlich sein Charakter. Er ist schon Hengst und Macho. Aber das Gute ist, er ist eigentlich überhaupt nicht guckig. Er hat eigentlich Angst vor nichts. Escola ist spanisch und bedeutet Schüler. Sein Lehrer Huberto Schmidt gewinnt mit seiner 8-jährigen Nachwuchshoffnung die Einlaufprüfung in Balve. Die Galopptour beeindruckend. 75,902% am Ende. Qualifikation zum Nürnberger Burgpokal inklusive. Nach der gewonnenen Qualifikation tanzt sich Escola in Frankfurt im Kürfinale in die Herzen der Zuschauer. Huberto Schmidt! In Oldenburg löst der Westfalenhengst das Ticket für das Finale im Louis-D'Or-Preis. Sieg in der Einlaufprüfung und Finalqualifikation. Bevor es zum Finale der Serie nach Frankfurt geht, nimmt Escola an seinem ersten Grand Prix international in München teil. Generalprobe geglückt. Knapper Sieg mit einem halben Punkt Vorsprung. Das Finale der Louis-D'Or-Serie findet beim Festhallenturnier in Frankfurt statt. Im Grand Prix der Nachwuchspferde werden Huberto Schmidt und Escola Achter. So wie er jetzt auch hier ist, immer Ohren nach vorne und ganz guckt er zu, genau, gleich weist er in die Kamera bzw. das Mikro, das ist so unser Escola und da versuchen wir ihn natürlich auch ein bisschen zu erziehen, aber man muss eben halt wie immer auch Kompromisse eingehen.